Feld. Niklas Olle ist der Schiedsrichter mit Maximilian Ernst und Kilja Procinono. Oh. Das will ich nicht sehen. Und dann kommt der Schuss. Aber geblockt. Spielt er nochmal hinrum. Jetzt haben sie ein bisschen freigespielt da. Oh, dann Katastrophenball. Und jetzt sieht Nummer 23. Düker. Immer noch Düker. Düker schießt. Gut gehalten. Und der Kopfball als Rückgabe wieder. Wird Konis rausgeschickt zum Pressen. Und dadurch wird da hinten die Lücke frei. Düker. Wieder Düker. Düker ist heiß. Raus aus Engelking. Und dann wird geklärt. Zur Ecke geklärt. Weil hier bleibt aber da. Scherif. Cornils, Schlenzer. Gar keine so schlechte Idee. Rest geht jetzt in 16er, da kommt der Ball. Kommt gut und hoch. Ich glaube, Mittelstädt war da mit dem Kopf dran. Immer noch, war hier immer noch im 16er draufgehalten. Kein Foulspiel und wieder ein Schuss. Kommt aus der zweiten Reihe, nehmen sich gegenseitig den Ball vom Fuß. Jetzt kann er zum Abschluss kommen und stark gehalten von Tom Opitz. Gute Balleroberung. Düker. Düker geht alleine. Kann schießen. Jetzt kann er schießen. Schießt auch und der Ball ist drin. Tor. 1:0. TSV Havelse in der 57. Spielminute. Der rutscht da irgendwie durch. Und jetzt geht's ab. Düker wieder. Düker lässt sich nicht so richtig abschütteln und holt dann noch. Jetzt geht nur noch lang und hoch. Oh, da kriegt er den Ball, den zweiten Ball. Legt ab. Traut sich nicht. Hätte schießen können, hätte schießen müssen. Bringt den Ball wieder rein und der Kopfball am Tor vorbei. Macht den Wechsel vielleicht nochmal mit. Nein. Jetzt pfeift er ab. TSV Havelse. Gewinnt 1:0 gegen Weiche Flensburg. Weiche Flensburg. Dann jetzt in tiefen.